geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute schauen wir einen Mami Long Legs Film um 3 Uhr nachts. Mami Long Legs ist einfach ein gruseliges Wesen mit ganz langen Beinen und Armen. Und sie soll sogar stärker als Huggy Wuggy, dem gruseligsten Monster bisher, sein. Wie geht das überhaupt? Der ist doch so stark. Ja, ich weiß es auch nicht, Vogelmann. Aber jetzt lass uns Popcorn holen, Freunde. Popcorn-Verkäufer. Hallo, was hätten Sie denn gerne? Ich hätte gerne ein XXL-Popcorn. Oh, eine große. Da hat ja aber einer ganz doll Hunger. Na dann schippen wir jetzt mal ganz viel Popcorn raus. So, let's go. Und das ist für dich, Vogelmann. Woher kennen Sie denn meinen Namen? Bist du Dr. Nein? Ich bin natürlich nicht Dr. Nein. Ich bin der Popcorn-Verkäufer. Aber wo ist denn Dr.? Wow, Vogelmann, wie ich sehe, hast du schon richtig viel Popcorn gekauft. Du bist auf einmal wieder hier und der Verkäufer weg? Ja, ist doch eigentlich egal. Wir gehen jetzt den Film schauen. Aber Freunde, um den anzuschauen, brauchen wir richtig viele Daumen nach oben. Gib deswegen jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Genau, 10.000 Likes. Oh mein Gott, bei 10.000 Likes. Und abonniert diesen Kanal, wenn ihr auch mutig genug seid, den Film mit uns zu schauen. Abonniert deswegen jetzt kostenlos, aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben. Let's go. So, Freunde, wir sind fast am Kino angekommen. Hier oben ist es auch schon. Und da läuft einfach dieser Mami Long Leg Film. Aber, oh mein Gott, was ist das denn, Vogelmann? Da bist ja du drauf, Doktor. Ja, da bin ja ich und hier bist du. So witzig, und da steht BFF-Treff. Oh mein Gott, ja, da steht BFF-Treff drüber. Das heißt, wir haben hier ein Kino-Event. Und das findet am 7. Mai 2022 hier im Filmzentrum Bären in Böblingen statt. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt, um uns mal persönlich kennenzulernen. Ja, und uns live erleben wollt, dann geht jetzt auf den Dr. Light Shop hier oben und sichert euch jetzt eure Tickets, aber seid schnell, denn die Stückzahl ist begrenzt. Da müsst ihr jetzt ganz, ganz schnell sein. Okay, perfekt, aber jetzt lass uns schnell zu dem Film hochgehen. Let's go! Und hier steht es auch schon, Mami Long Legs. Das hier ist hier einfach, Freunde, die ist so ganz pink und hat so komische Tentakelarme. Und die nächste Vorstellung beginnt einfach um 3 Uhr nachts, Freunde. Und wie viel Uhr ist es jetzt? Oh mein Gott, das ist jetzt 2 Uhr 58. Also noch nicht 3 Uhr. Ja, ganz genau, aber lass uns jetzt mal direkt versuchen, ob wir schon reinkommen. Komm mit! Lass uns die Tür direkt mal öffnen, aber nie. Sie geht wirklich noch nicht auf. Ach man, wie blöd. Ja, blöd. Das heißt, wir müssen jetzt noch 2 Minuten warten, Freunde. Und was machen wir jetzt? Na, wir schnicken jetzt darum, wer zuerst in dieses Gruselkino hier reingehen muss. Ja, wie krass. Okay, der Verlierer muss zuerst reingehen. Let's go. Schnick, schnack, schnuck. Oh nein, wir haben beide Schere, Freunde. Das heißt, niemand von uns gewinnt. Aber deswegen machen wir es jetzt direkt nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Und oh nein, Freunde, ich habe verloren. Der gute alte Stein gewinnt immer. Och man, ja, das heißt, ich muss jetzt zuerst ins Kino reingehen. Und wie ich sehe, Freunde, es ist jetzt Punkt 3 Uhr nachts. Das heißt, jetzt sollte das Kino aufgehen. Let's go. Wir öffnen es jetzt. Mein Gott, hört ihr, wie das quietscht? Und wow, sieht es hier gruselig aus, Freunde. Welche Vorstellung läuft eigentlich um 3 Uhr nachts? Da haben doch die Kinos eigentlich schon zu, Vogelmann, oder? Normalerweise schon. Ja, mega komisch. Aber gut, wir haben ja auch den ganzen Kinosaal für uns alleine, Freunde. Lass uns direkt mal das Licht einschalten in 3, 2, 1. Und wow, es ist angegangen. Und wir haben das komplette Kino einfach für uns. Ja, den ganzen Kinosaal, aber wow. Da ist ja plötzlich Huggy Wuggy auf der Leinwand zu sehen. Wie gruselig ist das denn? Ja, oh mein Gott. Und siehst du das? Da kommt irgendwie eine Hand und will ihn greifen oder so. Aber warum das denn? Ja, ich weiß es nicht. Aber ist es nicht diese Mami Longleg Vogelmann? Stimmt, aber hat die lange Beine. Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht hat Mami lange Beine. Aber gut, die zieht ja Huggy Wuggy irgendwo hin. Wow. Ist ja viel zu krass, Freunde. Das heißt, sie ist wirklich stärker als Wuggy, und jetzt ist da irgendein Zug zu sehen? Ist ja mega krass, und da läuft irgendeine Person lang. Das ist doch die gleiche wie im Film von Huggy Wuggy. Stimmt, das hatten wir auch schon mal im Huggy Wuggy Film. Habt ihr den auch gesehen? Und dass es jetzt alles noch ein bisschen gruseliger aussieht. Wow, und da ist sie wieder. Sie zieht ihn irgendwie weg. Freunde, das ist einfach so gruselig. Da mache ich mir ja fast in die Hose vor Angst. Ja, mega. Und sie zieht ihn einfach immer weiter weg. Und da ist ein Spielplatz. Der sieht ja mal mega lustig aus. Ja, oh mein Gott, eigentlich sieht es ganz cool aus. Da würde ich auch gerne spielen. Aber wow, was passiert da? Da ist wieder die Hand! Und es wird schwarz! Da ist Mami. Oh nein, sie kommt immer näher, sie kommt immer näher! Ah! Aber das war's jetzt schon mit dem Film? Ja, sieht so aus, da kommt nichts mehr. Ja, oh mein Gott, aber warte mal, was ist das da unten? Siehst du das hier unten, Vogelmann? Oh mein Gott, da steht doch ein Trank, oder? Ja, oh mein Gott, da steht ein Trank, kommt mal mit! Wow, aber was steht hier drauf? Mami Longlegs, oh mein Gott! Ein Mami Longlegs Zaubertrank. Ja, ich weiß, das bedeutet, wir können uns dann in Mami Longlegs verwandeln. Aber da gibt's nur ein Problem, Vogelmann. Schaut mal, da ist nur noch ganz wenig drin. Das reicht ja niemals, dass wir uns verwandeln. Da ist noch ein Zettel, Doc. Ja, stimmt, da ist ein Zettel drin. Hol ihn mal raus. Was da
wohl draufsteht, Freunde. Wow, wie krass ist das denn? Wir gehen um 3 Uhr nachts in den Kino. Schauen einen Mami Longlegs Film und jetzt finden wir irgendeinen Trend. Aber wow. Ein Rezept. Ja, du hast recht, hier steht Rezept, Vogelmann. Ist es dann vielleicht ein Rezept für diesen Mami Longlegs Trank? Das wäre mega cool. Wow, und dann werden wir ganz stark und bekommen ganz lange Beine. Lass uns den machen. Ja, den müssen wir herstellen. Aber was brauchen wir denn alles dafür? Hier steht's ja drauf. Eine halbe Sprite, Augen, Popcorn. Oh mein Gott, das finden wir doch alles bei der Theke, oder? Ja, da sind alle Zutaten. Ja, dann müssen wir jetzt schnell zur Theke gehen und mischen uns einen Trank zusammen. Let's go, kommt mit. Und wir sind in unserem Zaubertranklabor angekommen. Und was müssen wir jetzt machen? Ja, stimmt. Lesen wir direkt mal die Liste. So, let's go. Als erstes müssen wir eine halbe Sprite mit 3 Augen mischen. Woher sollen wir denn Augen bekommen? Ja gut, holen wir erstmal die Sprite aus dem Kühlschrank. So, wo ist sie hier drin denn genau? Schau, da oben sind Augen. Oh mein Gott, ja, du hast recht. Hier sind auch direkt die Augen. Lass uns die direkt mal rausholen. Oh mein Gott, die sehen so schaurig aus. Aber ja, hier ist auch schon die Sprite. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall Sprite. Und Augen. Ganz genau, und Augen. Machen wir die hier erstmal auf. So, okay. Und du kannst schon mal die 3 Augen reinlegen. Okay, aber wo rein? Na, in unser Glas. Hier steht's auch schon. Da kommen jetzt erstmal die 3 Augen von Vogelmann rein. So, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3, Freunde. Okay, das dritte Auge. Und oh mein Gott, das sieht schon so schaurig aus. Und jetzt füllen wir noch das halbe Glas mit Sprite. Okay, so, let's go. Und es sollte passen. Und oh mein Gott, wie rot sich das schon verfärbt. Und schau das Auge. Ja, das Auge schaut uns einfach mega an. Und was kommt jetzt noch? Ja, jetzt kommen die 3 Popcorn in dieses Getränk hier noch mit rein. Holen wir dir direkt mal raus aus unserer Popcorn-Bowl. So, ein Popcorn. Hier, Vogelmann. Danke, Doktor. Und da rein. Ganz genau, kommt hier rein. Dann noch das zweite und das dritte Popcorn. Auch rein? Ja, ganz genau, hier rein. Okay, perfekt. Und jetzt sind wir fast fertig. Aber warum nur fast? Na, jetzt kommt, spreche den geheimen Mami Longlegs Zauberspruch. Was ist das denn, Vogelmann? Ich kenne keinen so einen Zauberspruch. Kennt ihr einen, Freunde? Schreibt jetzt mal in die Kommentare. Ja, aber wie kommen wir jetzt an diesen Zauberspruch? Ich weiß nicht, der ist geheim. Ich habe auch keine Ahnung, weil ohne das ist es sinnlos. Dann haben wir jetzt einfach Sprite mit Augen und Popcorn. Wir könnten doch Mami Longlegs fragen. Stimmt, aber hast du ihre Nummer? Nein, leider habe ich die nicht. Och, Mann, nein. Aber ich habe eine Idee. Wir könnten doch im Darknet nachschauen. Ja, stimmt. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt direkt mal rein und googeln das Ganze mal. Oh mein Gott, hier muss sie doch irgendwo Warte, sein. Warte, Doktor, während du die Nummer suchst, mache ich Netzkurs. Okay, mach das, Vogelmann. Aber gib mir danach auch was davon ab, Vogelmann, okay? Okay, okay, Doktor. Okay, okay. So, hier aufmachen und eine Nacho-Packung rausholen. Aber was ist das? Da sind ja 2 Tickets für den BFF-Treff. Doktor, schau mal. Oh mein Gott, was ist? Was ist, Vogelmann? Ich habe da was gefunden. Wow, da sind ja 2 Tickets für den BFF-Treff. Ist ja mega cool. Das heißt, wir können da jetzt auch hingehen. Aber wir sind doch eh schon dort, Doktor. Stimmt, ja, wir sind ja an sich hier. Aber was machen wir dann mit diesen coolen Tickets hier? Ich hab's, wir verschenken sie. Oh mein Gott, ja, das ist eine mega Idee. Wir verlosen die jetzt an euch. Und damit ihr eine Chance auf dieses coole Ticket habt, müsst ihr nur den Kanal abonnieren. Das geht jetzt ganz schnell, macht es jetzt ganz kurz. Dem Video einen fetten Daumen nach oben geben und in die Kommentare schreiben, warum ihr bei BFF-Treff dabei sein wollt. Aber dazu habt ihr jetzt nur 10 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Und währenddessen hole ich schon mal die Netzkurs raus. Abonnieren nicht vergessen, Freunde. Ganz genau, dann könnt ihr die gewinnen. Aber oh mein Gott, ich habe auch schon so Hunger auf diese Nachos. Ja, ich auch. Ja, oh mein Gott, aber ich glaube, der Timer ist abgelaufen. Ja. Das heißt, jetzt verlosen wir dann die Tickets. Oh mein Gott, ich wünsche euch so viel Glück, dass ihr hier dabei seid. Und ansonsten gibt es die Tickets hier auf drleit.de. Aber jetzt fehlt noch die Soße doch. Oh mein Gott, ja, ganz genau. Dann fülle ich das jetzt direkt mal rein, Freunde. Dazu müssen wir erstmal diese Schachtel hier reinstellen. So perfekt. Und jetzt lassen wir den Nacho-Dip hier rauslaufen. So, hier einmal drücken. Oh mein Gott, es sieht so lecker aus, Freunde. Einfach mega viel leckere Käsesoße. Wow. Oh mein Gott, ich habe so Hunger auf die Nachos. Lass uns die jetzt schnell probieren. Und danach rufen wir Mami Longlegs an. Ich habe nämlich ihre Nummer im Darknet gefunden. Und dann können wir sie nach dem Zauberspruch fragen und dann den Trank hier vollenden. Aber gut, jetzt erstmal Nachos öffnen. Oh mein Gott, das sieht so lecker aus. Nehmen wir mal ein und dippen ihn richtig schön in die Käsesoße. Wow. Und wie schmeckt es, Doktor? Wow, mega lecker. Ich probiere mal auch noch einen. Ja, aber jetzt müssen wir zum ernsten Part kommen. Jetzt müssen wir nämlich Mami Longlegs anrufen. Machen wir das direkt mal, oder? Ja, aber doch nicht hier, Doktor. Ja, stimmt. Hier ist vielleicht nicht der richtige Ort zu. Weil hier ist ja unsere Zaubertrankfabrik. Lass uns lieber zurück ins Kino gehen. Kommt mit. Und wir sind wieder im Kino angekommen. Hier hinter uns ist der Kinosaal. Und hier habe ich auch schon Mami Longlegs Nummer. Es ist einfach viel zu gruselig. Aber gut, wir rufen sie direkt mal an und es wählt. Aber wow, hoffentlich geht sie gleich ran. Aber eigentlich muss sie rangehen. Ja, stimmt. Es ist 3 Uhr nachts und sie ist ein Gruselwesen. Sie muss rangehen. Sie ist drangegangen. Ja, hier. Sie muss dran sein, Freunde. Mami Longlegs, bist du da? Hallo, hier ist Mami Longlegs. Hallo, hier ist Dr. Light und Vogelmann. Ich weiß.
Hey, woher willst du das denn wissen? Du kennst uns doch gar nicht, wir haben dich noch nie angerufen. Doch, Doktor, das ist bestimmt ihr Kino hier. Warte mal, was, wir sind in ihrem Kino? Oh nein, stimmt, hier lief ja diese 3 Uhr nachts Vorstellung vorhin, stimmt. Und das heißt, du bist hier irgendwo? Natürlich bin ich hier und ich komme euch holen. Nein! Aber wir wollen dir gar nichts Böses, wir wollen nur den Zauberspruch, den geheim. Einen Zauberspruch? Naja, wir wollen ihn einfach nur wissen. Wir erzählen ihn auch nicht weiter. Ja, alles bleibt geheim. Ich verstehe. Ich sag ihn euch, wir sind im Keller. Im Keller? Warum sollen wir denn in den Keller kommen? Weil wir können dann zusammen spielen. Oh, ist gerade die Stimme hat sich mega geändert. Und sie hat aufgelegt. Das Ding ist, hat sie gerade wirklich gesagt, dass wir zusammen spielen? Ja, und das irgendwie im Keller. Ja, aber was sollen wir jetzt machen? Ohne den Zauberspruch können wir diese Zaubertränke nicht herstellen. Na, dann müssen wir zu ihr. Ja, dann sollten wir vielleicht wirklich in den Keller gehen. Aber wo geht's hier überhaupt in den Keller? Lass uns mal hier hinten zu diesem Notausgang schauen. Vielleicht geht's ja hier runter. Das ist so ein richtiger Geheimgang. Aber okay, wir gehen direkt mal durch. Let's go! Und, oh mein Gott, wo sind wir denn hier gelandet, Vogelmann? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber es sieht fast nach Keller aus, oder? Naja, dann müssen wir runter. Ja, stimmt, da müsste es noch ein bisschen runtergehen. Aber ist hier irgendwo eine Treppe? Schau mal da, Doktor. Mein Gott, ja! Hier geht einfach eine Wendeltreppe runter. Lass uns die direkt mal runtergehen. Oh mein Gott, da unten muss sie irgendwo warten, Freunde. Jetzt. Und wir sind unten, Freunde. Und oh mein Gott, schaut mal, hier sind so ganz viele Kinositze. Ist ja mega krass, aber gut. Hier geht's noch weiter. Hier nach hinten. Und oh mein Gott, wir gehen einfach immer tiefer in den Keller rein. Was ist? Hörst du das, Doktor? Oh mein Gott, ja, das ist wie so ein Kreischen. Hört ihr das auch, Freunde? Das hört sich ultra mega gruselig an. Ja, das ist bestimmt diese Mami Longlegs. Was hat die eigentlich für einen komischen Namen? Aber gut, sie hat ja gesagt, sie will mit uns spielen. Das ist ja eigentlich nichts Böses, oder, Freunde? Dann lasst uns jetzt direkt weiter reingehen. Kommt mit. Und wir sind noch weiter im Keller, Freunde. Warte mal, was ist das? Wow, Vogelmann, da ist einfach eine Huggy-Wuggy-Puppe an der Decke aufgehängt. Aber es macht ja Sinn, weil Mami Longlegs hat ja Huggy-Wuggy im Film auch irgendwie weggezogen. Aber gut, hier hinten geht's ja auch schon weiter, Vogelmann, oder? Ja. Aber sollen wir wirklich weitergehen? Ja, ich weiß es nicht, Vogelmann. Aber wenn wir den Zaubertrank haben wollen, dann müssen wir jetzt nach da hinten gehen. Also komm mit. Immer tiefer in diesen dunklen, gruseligen Keller hier rein. Und hier nach hinten. Aber warte mal, hörst du das? Hallo, ich bin hier hinten. Kannst du mir spielen? Lass uns doch zu ihr gehen, Doktor. Sie ist nett. Nein, auf keinen Fall, Vogelmann. Die ist nicht nett. Sie tut nur so und will uns dann in eine Falle locken. Stimmt, du hast recht, Doktor. Ja, natürlich. Wir müssen irgendwie anders an den Zauberspruch kommen. Aber warte, ich habe eine Idee. Ich probiere es direkt mal. Mami Longlegs, bist du noch da? Ja. Okay. Ich habe einen Vorschlag für dich. Du verrätst uns den Zauberspruch und wir kommen dann zu dir nach hinten. Wenn ihr meint, okay, dann verrate ich euch den Zauberspruch. Das ist, hat geklappt, Doktor. Oh, ja, oh mein Gott. Okay, dann sag ihn uns jetzt direkt mal. Mami lange Beine, fängt jetzt an zu weinen. Ist hier so alleine. Komm zu mir eine Weile. Zack, zack. Oh mein Gott, okay, das war's, Vogelmann. Oh mein Gott, dann haben wir jetzt den Zauberspruch. Lass uns jetzt schnell gehen, let's go. Wie, ihr wollt schon gehen? Ich dachte, ihr wollt mit mir spielen. Oh mein Gott, weg, weg, weg. Oh mein Gott, schnell raus. Tür auf und raus, 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 Freunde. Okay, wir haben's geschafft. Wir sind Mami Longlegs entkommen und wir haben den Zauberspruch. Und da drüben ist unser Trank. Ach stimmt, ja, da ist direkt die Theke. Lass uns den Trank fertig machen, kommt mit. Und hier steht auch schon der Trank und er sieht einfach noch ekliger aus als davor. Aber gut, wir wissen, was jetzt zu tun ist, nämlich den Zauberspruch zu sprechen. Weißt du ihn noch, Vogelmann? Ja, natürlich weiß ich den. Okay, aber lass uns dazu erstmal in den sicheren Raum gehen, in Kino 1. Und Freunde, nicht vergessen, am 7. Mai 2022 ist der BFF-Treff. Und die Tickets sind jetzt nur noch begrenzt auf drleit.de. Also schnell zugreifen. Ja, mega, aber gut, jetzt ins Kino 1, kommt mit. Und hier sind wir auch schon hier rein, weil hier kann uns ja Mami Longlegs nicht mehr sehen. Die war ja einfach vorhin da draußen oder im Keller. Aber gut, hier durch. Hier ist es auch mega abgeschottet von der Welt. Kommt hier rein. Und setzen wir uns mal hier hin, so perfekt. Aber zum Glück läuft jetzt kein Gruselfilm mehr, sondern wir müssen einfach nur noch diesen Zauberspruch sprechen. Und dann haben wir einen Mami Longlegs Zaubertrank. Willst du ihn direkt mal sagen, Vogelmann? Ja, okay. Okay, let's go. Mami lange Beine fängt jetzt an zu weinen, ist hier so alleine, kommt zu mir eine Weile, zack, zack, Zauber. Oh mein Gott, das war's und jetzt sollte doch was... Oh mein Gott! Habt ihr das gerade gesehen und gehört, Freunde? Oh mein Gott, mega krass. Das heißt, jetzt sollte der Trank fertig sein. Das Ding ist, wer von uns beiden soll den jetzt trinken? Wer bekommt lange, schwabbelige Beine und Arme? Ich will den trinken. Du willst sie bekommen, ich will die aber auch bekommen. Stimmt jetzt mal in den Kommentaren ab, Freunde. Wer von uns beiden den Trank hier trinken soll. Und ihr habt dafür genau 10 Sekunden Zeit. Die Zeit läuft ab jetzt. Und währenddessen machen wir das, was man nie im Kino machen darf. Nämlich über die Sitze springen. Oh mein Gott, macht das Spaß. Und ich bin fast vorne, Freunde. Nur noch ein paar Sitze. Und ja, ich bin...
bin ganz vorne angekommen, bei der Leinwand. Aber gut, eure Zeit ist auch fast rum. Schnell wieder zurück zu Vogelmann. Aber gut, die Abstimmung ist vorbei. Und jetzt schauen wir, wer gewonnen hat, Vogelmann. Und es bin ich. Ja, Mann. Freunde, ihr habt euch für den richtigen entschieden, weil ich will jetzt zu Mami Longlegs. Ich will aber auch einen Zaubertrank trinken. Okay, okay, den nächsten Trank im nächsten Video darf Vogelmann trinken. Und weißt du, wo wir ganz bestimmt einen bekommen, wenn wir ein Mami Longlegs Happy Meal bestellen? Freunde, wenn wir das im nächsten Video machen sollen, dann gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Und dann bestellen wir im nächsten Video ein Mami Longlegs Happy Meal. Ganz genau. Wir trinken ihn aber jetzt in 3, 2, 1 und let's go. Und wie schmeckt der Doktor? Oh, der ist ja mega eklig, Vogelmann. Aha, aber oh nein, Doktor verwandelt sich freundlich.